Herzlich willkommen beim Football Manager. Der Saisonstart steht an. Zweite Liga, zweite Saison. Vorbereitung ist abgeschlossen. Wir haben letztes Mal Kaiserslautern nochmal bezwungen. Einen Konkurrenten in der zweiten Liga. Gegen die Bayern verloren, knapp. Erste Liga, Top-Team. Und gegen den CFC haushoch gewonnen. Dritte Liga, also es sieht eigentlich ganz gut aus, was ich gesehen habe. Der Kader ist auch komplett, nachdem jetzt Willi Konja da ist. Da kann ich keinen hohen Bonus festlegen, das ärgert mich ein bisschen, denn dadurch sind die Spieler manchmal noch motivierter. Denn wenn neben dem sportlichen Erfolg das Geld noch einen zusätzlichen Anreiz bietet, kann das die Spieler noch mal ein bisschen mehr anspornen. Aber ist jetzt egal. Ich denke mal, es sollte auch so reichen. Letztes Jahr haben wir es auch geschafft. Jetzt geht's gegen den Halleschen FC. Die sind mit uns aufgestiegen und wir haben ein Heimspiel, demzufolge kann das Ziel nur der Aufstieg, kann das Ziel nur ein Heimsieg sein. Entschuldigung. So. Ja, wir haben einen Haufen Verletzte. Schauen wir mal den nächsten. Gut, der ist Jugendspieler. Nicht so wilde. Zumindest nicht in Bezug auf das Team. Wir fangen direkt mit einer englischen Woche an. Also Halle am Freitag, Düsseldorf am Mittwoch und dann kommt der FSV Frankfurt. Muss mal gucken, wann das ist. Ich denke mal nicht, dass wir nach Mittwoch direkt Freitag spielen, sondern dann wahrscheinlich Samstag, Sonntag oder Montag. Wobei Montagsspiel Cottbus gegen FSV Frankfurt, wer guckt denn das bei Sport 1? Wenn wir ehrlich sind, niemand. Wir haben jetzt auf jeden Fall auch weniger Spieler als letztes Jahr. Der Brandenburg-Pokal fällt weg. Dazu besteht diese Liga nur aus 34 Saisonspieltagen und nicht 38. Vielleicht haben wir im DFB-Pokal ein paar mehr Spiele, aber so viel mehr können wir gar nicht haben. Also wir haben auf jeden Fall weniger. Der DFB-Pokal maximal 6 Spiele. Brandenburg-Pokal waren glaube ich 5. DFB-Pokal hat man letztes Jahr auch ein, das heißt maximal 5 Spiele mehr beim DFB-Pokal, wenn wir ins Finale kommen. Was ich mal ausschließen würde, dann hätten wir genauso viel wie durch den Brandenburg, mehr genauso viel wie durch den Brandenburg-Pokal wegfallen. Dann haben wir aber noch 4 Spiele in der Liga weniger, das heißt, wir haben auf jeden Fall mehr frei. So, wir spielen dann am 3.8. wieder, das ist da glaube ich der Sonntag, der 8.8. So, ne, wir spielen tatsächlich Montag gegen Frankfurt. Okay, wollen wir uns mal nicht dagegen beklagen. Jetzt spielen wir erstmal gegen Halle. Diesem Spiel gilt meine volle Aufmerksamkeit. Ich gebe jetzt keine Vorgabe an Punkten. Saisonziel habe ich schon ein paar Mal gesagt, Klassenerhalt. Möglichst ohne Relegation, also Platz 15 ist das ernannte Ziel. Meistens wird genannt 40 Punkte. Mal sehen. So, was hat Böger gesagt? Cottbus-Trainer Claude Saving hat mitunter einen mutigen Schritt unternommen, indem er Munia Busiana auf die Transferliste gesetzt hat. Ist die Entscheidung gerechtfertigt und hätten sie an seiner Stelle genauso gehandelt? Ich kann dazu nicht wirklich etwas sagen. Alles Mögliche könnte ihn dazu veranlasst haben, dass Claude dann solche Maßnahmen getroffen hat. Ja. Busiana ist ja mittlerweile verliehen nach Colmar. Sie haben zu Saisonbeginn ein Heimspiel gegen den Halleschen FC. Was halten Sie davon? Alle Punkte, die wir in der Frühphase der Saison mitnehmen können, könnten Sie später als unbezahlbar erweisen. Daher ist es gut, mit einem Spiel zu starten, in dem wir tatsächlich eine Siegchance haben. Ja, das klingt natürlich jetzt so, als ob ich mein Team gegen gewisse Gegner chancenlos sehe, aber wir nehmen es trotzdem mal. Viele sehen den Halleschen FC als Abstiegskandidaten. Ja, aber uns sehen die meisten ja auch als Kandidaten dafür, wieder runterzugehen. Ich glaube, es ist nicht meine Aufgabe, über andere Teams zu sprechen. Im kommenden Spiel werden Sie die Kräfte mit Stefan Böger messen. Wie sehr sind Sie nach Ihrem öffentlich ausgetragenen Wortgefecht beim letzten Mal auf einen Sieg aus? Ich habe darauf gewartet. Ich bin nur auf das Spiel fokussiert, die Jungs sind gut drauf, auf das Duell vorbereitet und zuversichtlich ein gutes Ergebnis zu erzielen. Ja, nehmen wir mal das. Sagen wir das mal in bestimmten Ton. Also ich habe letztes Jahr gegen Halle, glaube ich, 2:1 zu Hause gewonnen und auswärts 1:0 verloren. Ich glaube, das Rückspiel war so ein dummes Tor nach 5 Minuten oder 4 Minuten und dann haben wir die Kurve nicht mehr kriegen können. Die letztjährige Rückrunde war sowieso ein bisschen
bisschen schwach, ja. Schwächer hätte ich fast gesagt, aber die war einfach schwach. Scheint, als würde Stefan Böger auch nach all der Zeit noch gegen sie giften. So, kein Kommentar. Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie mit RB Leipzig in Verbindung gebracht wurden? Einem Verein mit einem so großen Namen. Also, ich meine, wenn man... Also vom Namen her haben wir wahrscheinlich einen größeren. Leipzig ist halt schnell hochgekommen durch das ganze Geld. Von Red Bull. Es ist schön, Anerkennung zu bekommen, aber... Ich will mich noch weiter verbessern. Die Buchmacher haben Sie diese Saison als sicheren Absteiger ausgemacht. Glauben Sie, dass Sie die Wettquoten widerlegen können und drinbleiben? Ich bin zuversichtlich, dass wir drinbleiben. Es wäre ein Wunder, wenn wir mit diesem Kader die Klasse halten würden. Das wäre Darmstadt letztes Jahr in der Bundesliga gewesen, aber... Ich bin zuversichtlich. Viele Trainer und Experten behaupten, dass Erfolg und Misserfolg oftmals davon abhängen, inwiefern ein Team von Verletzungen verschont bleibt. Stimmen Sie dieser Ansicht zu? Das kann man schon so sagen. Derzeit sind wir ja sehr verletzungsgeplagt. So, zu Erfurt gegen Paderborn sage ich nichts. Niemand erwartet vom FC Energie Cottbus, dass sie in der zweiten Bundesliga viel reißen werden. Aber wie schätzen Sie Ihre Chancen in diesem Wettbewerb ein? Ich denke wirklich, dass wir eine gute Chance auf eine erfolgreiche Saison haben. Aber erfolgreich in unserem Sinne. Also nicht, dass ich jetzt damit den Aufstieg fordere, sondern den Klassenerhalt. So, Abstiegskandidat Nummer 1. So, sowas gibt es bei mir nie einen Kommentar. Ein Großteil der Experten behauptet, dass die Leistung von Kevin Kratz der Schlüssel zu einer erfolgreichen Saison sein werden. Stimmt diese Einschätzung? Wir haben viele gute Spieler hier. Wenn wir eine gute Saison spielen wollen, müssen alle ihren Beitrag leisten. Würde ich jetzt mal sagen. Also ich lese viele Bruchstücke von der Pressekonferenz immer nur verkürzt vor oder wandle sie so um, dass ich das jetzt aus meiner Sicht sagen könnte. Falls euch wundert, warum ich manches nicht wortwörtlich vorlese. So, erster Spieltag. Energie Cottbus empfängt den Halleschen FC. Direkter Abstieg soll vermieden werden. Erste Runde im DFB-Pokal sollen wir erreichen. Die haben wir schon erreicht. Werden wir mal gucken, was wir jetzt für einen Kader zur Verfügung haben. Verletzungs- und Sperren geplagt. Schorch, Blundke und Kauko fehlen heute. Im Tor wird Jens Kral stehen. Da wollen wir mal gucken. Ich setze Breitkreuz als 7. Mann auf die Bank, aber da angeschlagen ist, werde ich nicht einwechseln. Dann würde ich doch lieber gerne hier mit Joao Pedro auf links starten, den Michel würde ich rechts gerne lassen wollen. Kaufmann hinten rein und Bittroff auf links. Johnson und Friedrich in der Abwehr. Zickert ist auch nicht fit. Das ist natürlich nicht gut. Dann spielen wir heute mal wirklich mit einer Ersatz. Dann spielt Döringer von Anfang an, weil Zickert wirklich nicht fit ist. Zeitz geht auf die 6. Oder kann Kratz das auch? Werden wir mal gucken. Nee, Kratz bleibt mal lieber in der Mitte. Sein starker Fuß links und dein starker Fuß ist nur rechts. Und dann tauschen wir mal. Johnson und Friedrich, kann ich das so lassen? Friedrich den Vorzug vor Pavlovic, das ist eine gute Frage. Wird Friedrich heute mal den Vorzug geben? Kaufmann auf rechts, Bittroff auf links, Johnson, Friedrich, ja, ich denke mal, für die Spieler, die wir zur Verfügung haben, ist das eine gute Wahl. Häusler als Ersatzspieler, Pavlovic als Ersatzverteidiger, so guter Pasu ist halt der Stürmer, der draußen sitzt. Breitkreuz, ja, der ist verletzt oder angeschlagen, der kommt nicht. Zickert ist noch nicht ganz fit und Oller, ja, Oller als Ersatzspieler. Joao Pedro macht den nach innen ziehenden Stürmer, mal sehen, wie gut er das machen wird. Ich bin ganz zuversichtlich. Auch wenn ich vielleicht doch, ja, ich war hin und her gerissen, ob ich nicht Häusler spielen lasse, Bittroff auf rechts und Kaufmann nach vorne ziehe und Michel auf links, also links, linker Stürmer. Aber irgendwie, ja, ist mir das zu tricky. Ich würde doch lieber, dann gebe ich Joao Pedro heute die Chance, dafür muss Häusler weichen. Das führt halt zu Umbaumaßnahmen im gesamten Team. Zickert ist durch die U19 EM, bei der er bis ins Finale gekommen ist, auch noch nicht ganz fit. Dass ich jetzt natürlich im Mittelfeld mit, also komplett mit Neuzugängen anfangen muss, also im zentralen Mittelfeld. Ich hoffe mal, die sind schon halbwegs eingespielt. Also Döringer und Kratz. Wir haben einen Neuzugang hier, der zweite ist Bittroff, der dritte ist Johnson.
Vierter Graz, fünfter Döringer, sechster Joao Pedro, siebter Willi Konja. Nur Michel, Kaufmann, Friedrich und Zeitz waren letztes Jahr schon da. Aber werden wir mal sehen. Ich hoffe, das funktioniert. Ich habe ein paar Wechseloptionen. Eigentlich müssen wir heute gewinnen, Heimspiel gegen einen direkten Abstiegskonkurrenten und Mitaufsteiger. Das ist eigentlich ein Spiel, was wir gewinnen müssen. Aber werden wir mal sehen. Mateo Pavlovic steht heute nicht in ihrer Startelf. Wann können wir sein Debüt für diesen Verein erwarten? Ich denke mal in der zweiten Halbzeit. Wir sollten über die Spieler reden, die dabei sind, anstatt über die fehlenden. Denken Sie, dass der FC Energie Cottbus mit 3 Punkten in die Saison starten kann? Ich bin zuversichtlich, klar, wir hatten eine gute Saisonvorbereitung und sind optimistisch. Beim letzten Mal haben wir gegen Halle verloren. Ja, das sorgt für zusätzliche Motivation. Jetzt bin ich für weitere Interviews nicht anzusprechen, bevor das Spiel zu Ende ist. Wir schulden dem Halle FC noch was, also geht raus und rächt euch. Das kann natürlich dafür sorgen, dass jetzt gleich 3 Spieler vom Feld fliegen, weil sie übermotiviert sind. Da wollen wir es mal nicht hoffen. Kral ist auch keine unumstrittene Nummer 1. Ich würde mich nicht scheuen, nochmal Bastianoni ins Tor zu stellen. Aber das werden wir im Saisonverlauf sehen. Fangen wir einfach mal an. Wollen wir den Fans mal was bieten. Wir spielen auf erweitert, erster Spieltag. Bei Halle direkt der erste Verletzte mit dem Anstoß. Wir machen einfach mal weiter und gehen in Führung. Erste Minute nach 22, Saison ist 22 Sekunden alt. Und mein Top-Torschütze Sven Michel macht gleich ein Tor. Ist das unglaublich oder ist das unglaublich? Bei denen ist einer verletzt. Kaufmann probiert zuerst. Die Flanke kommt zurück. Döringer schießt einen übelst geilen Volley-Schuss. Königshofer mit einer Glanzparade und der Nachschuss ist dann drin. So kann man starten. Jetzt weiß ich nicht, ob die schon wechseln mussten. Der wird gerade draußen behandelt, wie es aussieht. Da ist nämlich einer, die sind gerade einer weniger. Bei denen fehlt einer in der Mitte. Die Mitte würde ich immer schließen. Zur Not soll entweder der Stürmer fehlen oder einer auf Außen. Aber die Mitte immer schließen. Schade. Schon geht's los mit Karten. Wir fallen zurück hinter Kaiserslautern aufgrund dessen, dass die im Alphabet vorn stehen. Und wir klettern wieder nach oben. Also. Am Anfang wird das oft nach Alphabet sortiert, wer hier auf welchem Platz steht. Ist das unglaublich. Sehr schön. 24 Minuten gespielt, rote Karte. Am ersten Spieltag. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Also manche Sachen kann man, glaube ich, nie erklären. Gibt's nicht. Halle ist irgendwie auch einer weniger. Ich weiß nicht, ob die nicht wieder ihn reinnehmen wollen oder ob der Jansen jetzt nach 3 Stunden behandelt wird. Da haben die keinen Wechsler. Moment, ich muss mal gucken. Die haben den ausgewechselt. Aber irgendwie haben die keinen eingewechselt. Hä? Verstehe ich nicht. Schon jetzt 10 gegen 10 weiter. Und Willi Konja hat die Großchance und versiebt sie. Oh. So, Döringer, das war wahrscheinlich jetzt erstmal für ein paar Spiele dein letzter Auftritt. Du hast sowieso nur gespielt, weil ich dir meine Chance geben wollte. Mit der glattroten Karte machst du dir natürlich keine Freunde. Oh, Willi Konja. Du spielst doch dann, weil du so guter Paar so viele Chancen vergibst und du machst es nicht besser. Also was ich von meinem Team sehe, natürlich bisher sensationell, die Chancenwertung könnte ein bisschen besser sein. Ich wundere mich nur, warum Halle den keinen Mann reinbringt. War clever, das war gerade richtig geil weggegrätscht. Können wir noch mal gucken. Weiß nicht, ob man das gesehen hat. Hier will er schießen und jetzt grätscht er. Also er hier nicht der Saar, sondern Guevara und fälscht das Ding damit richtig geil ab. Sah schon nicht schlecht aus.
Halle, ich weiß nicht, vielleicht wechselt Halle zur Halbzeit, das mal gucken, ich weiß nicht. Ich bin alles andere als zufrieden, eigentlich bin ich voll zufrieden. Döringer, das war gar nichts, aber er hat halt das Tor vorbereitet, deswegen will ich mal nicht sagen. Ein Glück konnte ich, kann ich so umstellen, dass ich nicht wechseln muss bisher. In dem spielt Pedro halt in der Zentrale. Gucken, wie gut er das kann. Auch so schlecht nicht. So. Ich werde erstmal noch keinen Wechsel verschwenden. Machen wir mal weiter. Halle spielt weiter zu 10. Er wird schon so seine Richtigkeit haben. Ich weiß nicht warum. Wir sind leider auch nicht in Überzahl. Das ärgert mich ein bisschen gerade, weil Döringer. Ja. So einzusteigen am ersten Spieltag nach 20 Minuten in Führung, stehe ich nicht. Zumal wenn die wirklich auf Rache aus sind und das meine Ansprache bewirkt hat. Döringer war letztes Jahr nicht dabei. Also ich weiß nicht, wieso er auf Rache sein sollte. Er kommt doch nicht aus Halle, dass man sagen kann, die haben den abgesägt und er will sich jetzt an seinen alten Kollegen rächen. Man hat ja gesehen, der kommt ja von Großharter oder wo der herkam vorher. Schöner Laufen, Willi Konja. Jetzt in die Mitte? Oder so? Oh, Bittroff, dummer Ballverlust. Oh, also die Abwehrspieler standen hier zwar tief, aber meilenweit auseinander. Hat mir nicht gefallen, aber hat gereicht. Willi Konja wieder auf Bittroff. Normalerweise spielen wir ja andersrum. Ah, schade. So eine Spiele beim Manager, der Manager zieht dir immer die Faust ins Gesicht, wenn du so lange 1-0 führst und drückend überlegen bist, kriegst du am Ende immer den Ausgleich. Meistens irgendwie nach einer Ecke. Deswegen brauchen wir auf jeden Fall ein zweites Tor. Jetzt werden wir mal wechseln. Dann beide Außenverteidiger gelb. Ich bringe Häusler für Kaufmann. Guter Paar, so macht jetzt mal auf rechts weiter. Das ist von Willi Konja, das ist zu schlecht heute. Zu viele Chancen vergeben. Häusler für Kaufmann, Willi Konja raus, so guter Paar so rein. Ey. Ich sag's doch, die haben eine Chance und machen das Tor. Ich weiß nicht, was der Johnson hier macht. Hier kommt so ein übelst hässlicher Ball, völlig ungefährlich, und Johnson lässt ihn einfach vorbeilaufen. Eine Chance und der Gegner trifft. Das kennen wir doch von der Rückrunde der letzten Saison. So, hört auf, mich zu beschweren. Ganz dumm. Ich weiß nicht, was der Johnson sich da überlegt hat dabei gerade. Konzentration hat er eigentlich 12. Das heißt, ich weiß nicht, was das jetzt für ein Fehler war. Ob das nur ein Präsentationsfehler war. Halle natürlich am Drücker. Ich hätte gedacht, dass der Pedro heute so viel Spielzeit bekommt. Oh, so guter Paso lässt sich wieder abblocken, weil er wieder viel zu behäbig spielt. Ja, Bittroff, du hast wieder alle Zeit der Welt. Boah, das sah aus wie ein Foul, aber war es anscheinend doch nicht. So also eine engen Spiellauf erweitert sind natürlich wirklich Nervenkitzel.
Komm, hier noch eins. Ja! Und die Aubichter fällt rein! Oh, damit habe ich nie gerechnet. Unglaubliches Tor. Sieht, dass die Ecke frei ist und schießt den da genau rein. Uiuiui. So, was machen wir jetzt? Friedrich hat gelb und ist am K.O.sten. Ja, dann wechsle ich ihn aus. Also am K.O.sten ist Kevin Kratz. K.O.sten ist jetzt auch ein K.O. als Adjektiv gesteigert. K.O.A. und K.O.sten. St. Johnson hat sich heute nicht für die Startelf in Düsseldorf beworben. So gut ab. Pasu auch nicht. Oh, ey, schießt das Ding. Der steht 8 Meter weg vom Tor. Schießt das Ding 3 Meter daneben. Eigentlich nicht zu glauben. Unser Gegentor heute war ein dummes Tor nach. Also, wir haben. Das zweite Tor war ein zweiter Ball nach dem Standard von Michel. Das erste Tor war halt direkt nach dem Anschluss rausgespielt. Unser Gegentor war ein langer Ball, wo die Abwehr daneben gehauen hat. Sehr schön, Kratz. Auch wenn du platt bist, nochmal alles geben. Ist auf jeden Fall für die Fans ein richtig geiles Spiel zum Saisonauftakt. Oh, dann verlier doch nicht den Ball. Und jetzt fangen wir uns hier nochmal einen Konter ein. Das gibt's nicht. Zeitz hat geklärt. Zeitz hindert so ein neues Tackling. Oh, und da einen Foul zu verursachen, Kratz, das war selten dumm. Hoffen, dass... Oh, Latte! God damn it! Und jetzt Konter 3-1. Michel? Zu guter... Ich wollte gerade sagen, wo spielt denn der hin? Aber da ist Häusler, okay. Ja, wir haben den Ball. Oh, schießt ja das Ding zum Glück an die Latte. Wir haben natürlich auch viel Pech gehabt bei Chancen vergeben. Jetzt haben wir mal Glück gehabt gerade. So, komm, der spielt da jetzt runter, Leute. Guter Pasu, heute ist kein Stürmer. Er verliert doch da nicht den Ball. Ist das denn unmöglich, den Mann ein Spiel runterzuspielen? Oh, den hat da Jens Kral, ganz wichtig. Und da ist der Auftaktsieg. Geil, geil, geil. Oh, Sven Michel hat mich gerettet. Sehr schön. Mit Sieg zu starten ist immer wichtig. Ah, Döringer, das sag ich jetzt nichts. Auftaktsieg. Wenn Willi Konja mir heute nicht gefallen hat. Wenn niemand verdammt. Auch Sven Michel hat mal auch Spiele, wo er ein ziemlicher Totalausfall ist. Sollte nur nicht die Regel werden. Das guter Pasu hat sich ja danach auch kaum besser in Szene gesetzt. So, Cottbus siegt trotz roter Karte. Auch das Interesse an Mateo Pavlovic Debüt war gut. Ist der denn so ein Top-Spieler? Naja. So, die Ringer rote Karte ist Gehaltsentzug. Büskens will Zickert ausleihen. Das glaube ich nicht, dass er den bekommt. Wir legen trotzdem Einspruch ein, was soll's. Damit sende ich Döringer natürlich ein falsches Signal. Ich halte die rote Karte für falsch und ziehe ihm trotzdem das Gehalt, aber ist egal. Kevin Kratz hat heute seinen Einstand mit einem guten Spiel bestritten. Wie fanden Sie seinen Auftritt? Ein ordentliches Spiel, darauf kann er aufbauen. Mateo Pavlovic gab sein Debüt, aber nur als Joker. Wird er demnächst auch mal als Start... Selbstverständlich, aber ich möchte ihn nicht zu sehr unter Druck setzen. Also
Also das kann ich der Presse schon versprechen, dass Pavlovic demnächst auch mal in der Startelf stehen wird. Willy Konya macht ein gutes Spiel. Er hat noch nicht alles gezeigt, er kann noch mehr. Ich habe mir ja im Einzelgespräch gerade gesagt, dass ich nicht zufrieden war. Jascha Döringer. War ein schrecklicher Zweikampf. Sven Michels Tor war geil. Damit haben wir schon mal 3 Punkte gegen den Abstieg gesammelt. Speichern wir erstmal. Ja, speichern wir hier drunter. Also heute ist der 10. Juni. In dem Fall, dass ich irgendwann mal im Let's Play was erzählen sollte, was für spätere, was dann, wenn die Folge öffentlich wird, schon lange hinfällig ist. Ich habe nämlich in der letzten Folge, die habe ich vor einer Stunde aufgenommen, habe ich was zu Sascha Lewandowski gesagt. Gibt es ja so ein paar Andeutungen, die mit seinem Tod zu tun haben könnten. Wenn sich die im Nachhinein als falsch rausstellen, dann habe ich nichts gesagt. Zumal ich auch finde, dass man darüber erst berichten sollte, wenn es entweder juristisch bestätigt ist oder wenn man zumindest der Familie Zeit zum Trauern gelassen hat. Zumal Sascha Lewandowski jetzt kein Mann der Öffentlichkeit war, in meinen Augen. Aber das ist Ansichtssache. Jetzt fahren wir lieber mal nach Düsseldorf. Ziel ist natürlich auch da zu gewinnen, auch wenn ich schwören könnte, dass das wahrscheinlich ungleich schwerer wird. Dritte Liga, die dritte Liga wird nicht mehr abonniert, die interessiert mich nie. Ich habe jetzt Interesse an Trainerjob des SC Freiburg signalisiert, aha. Was ich nicht alles gemacht habe. Ich glaube, ich habe das vor der Saison mal gemacht oder nach der letzten Saison. Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie mit dem vakanten Trainerstuhl beim SC Freiburg in Verbindung gebracht wurden? Ein Verein, der Ihnen so am Herzen liegt. Moment. Der ist doch noch Trainer. Wieso schreiben die hier von vakanten Trainerstuhl, wenn Christian Streich noch ein Trainer ist? Also entweder stimmt ja was mit dem Einbinden des Textfiles nicht, ansonsten wäre das ja ziemlich dreist von der Presse. Zu Medienspekulationen habe ich nichts zu sagen. Bleibe dabei. Keine Äußerung dazu. Ich finde das gut, dass wir Freitag, Mittwoch, Montag spielen. Sagen wir mal 5 Tage zwischen den Spielen. Also 4 Tage zwischen den Spielen. Alle 5 Tage spielen wir. Und genug Pause. Manche andere, die vielleicht Sonntag, Mittwoch, Samstag spielen, haben weniger frei. So, was hat Erfurt gemacht? Die haben verloren. Aber ist doch ganz gut, dass wir auf jeden Fall in der oberen Tabellenhälfte stehen nach dem Spieltag. Denn wer gewinnt nicht gern? Wie schon in der ersten Saison, als wir in Würzburg 2-1 gewonnen haben, haben wir jetzt diesmal auch wieder gewonnen. Aber diesmal gegen Würzburg haben wir, glaube ich, lange 2-0 geführt und mussten uns haben wir zwar 2-1 gefangen. Diesmal war es ja ein Krimi. Kann man schon fast so sagen. Aber wir haben gewonnen und das zählt. Dank eines Sven Michel, der... Zum Glück habe ich den auf rechts gelassen. Wer weiß, was ein anderer Willy Konya auf rechts hat, den dann nicht so überzeugt. Jetzt gegen Düsseldorf sind ja auch meine gesperrten Spieler wieder dabei. Dafür ist Döringer raus. Ich weiß gar nicht, ob ich die zweite Liga abonniert habe. Habe ich gar nicht, na, dann werden wir das mal machen. Düsseldorf hat gewonnen. Dank Gibriel so. So, wir werden jetzt nochmal weiter gucken zum zweiten Spieltag und dann ab dem dritten Spieltag kriegst du wahrscheinlich wieder auch Schlüsselszenen. Außer es gibt dann Spiele, die ich besonders wichtig erachte. Oder spannend. So, DFB-Pokal in Schönberg wahrscheinlich auch nicht, aber. Wenn wir weiterkommen sollten und dann in der zweiten Runde wieder ein interessantes Los wie die Hertha bekommen, können wir uns das natürlich definitiv angucken. So, Manuel Zeitzer gut trainiert. Schön. Tim Häusler, ja, in seinem Alter sollte er gut trainieren. Und Jonas Zickert, sehr gut. Zickert ist als Stammspieler eigentlich eingeplant. Häusler ist der Backup für Scharker.
um mal so die Rolle des einzelnen Spielers hervorzuheben. Jetzt verpflichten, also Spieler brauchen wir, denke ich mal, keine mehr verpflichten. Ich bin ganz zufrieden mit meinem Kader. Auch der Rumpfkader hat gerade gegen Halle gewonnen. So. Einspruch abgelehnt, Döringer bleibt gesperrt. Mich wundert es, dass hier rote Karten immer nur ein Spiel Sperre nach sich ziehen. Ich weiß nicht, ob das an irgendeinem Pfeil liegt, was man eingebunden hat. Regionalliga-Pfeil oder so. Auf jeden Fall werden die Spieler nie nachträglich länger gesperrt. Das war ein früheren Manager, so dass der ein Spiel Sperre automatisch gekriegt. Und dann hat irgendeine Kommission getagt. Der Fußballverband in dem Fall. Und hat gesagt, okay, weitere zwei Spiele kommen dazu, weil war besonders brutales Foul. Oder ein Spiel kommt dazu, weil war Notbremse. Oder wie auch immer. Wundert mich ein bisschen, dass das hier nicht passiert. Das ist jetzt so eine kleine Anmerkung nebenbei, das nimmt mir jetzt nicht den Spielspaß. Aber immerhin. So, fahren nach Düsseldorf. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass normalerweise 35 Punkte reichen, um in der zweiten Liga zu bleiben. Streben Sie und Ihre Mannschaft diese Marke an? Es ist zu früh, um das sicher sagen zu können. Sind Sie zuversichtlich, das zu schaffen? Also ich bin zuversichtlich... Bin ich zuversichtlich zu schaffen, es zu sagen, dass ich nichts vorhersagen kann? Ich rechne uns gute Chancen aus. Wir sind zwar momentan im Abstiegsstrudel, aber wir haben die Spieler, die uns in der Klasse halten werden. Wir müssen hart arbeiten und Fortuna auf unserer Seite haben. Das klingt jetzt im Hinblick auf das nächste Spiel bei Fortuna Düsseldorf ein bisschen verrückt. Jetzt hätten wir hier den Gegner gekauft. Auf jeden Fall, wir sind sogar, also ich rechne uns gute Chancen aus. Thorsten Matuschka wird nicht spielen. Das kann ich schon mal festlegen. Wenn er jetzt eh noch ein bis drei Tage im Krankenstand ist, dann ist er auch, wenn er wieder im vollen Training sein sollte, gegen Düsseldorf nicht fit. Zumal Matuschka ist eh kein Stamm, also Stammspieler ist er sowieso nicht. Will man nicht mal sagen, dass der irgendwie Ersatzspieler ist. So, was haben wir, wieso ist das jetzt hier umgestellt? Jetzt haben wir hier 5, ne, die 4 war glaube ich besser, ja. Gucken wir mal ganz schnell die Kaderstart hier an. Das wollte ich sowieso mal machen, so eher Stammspieler, okay. Häusler, großes Talent. Dass ich das hier mal anpasse, so Schlüsselspieler. Von mir aus. Dass wir die Leute mal ihren Modus noch anpassen. Bei den Neuzugängen müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Die könnten sonst sauer sein, wenn sich ihr Kaderstatus kurz einen Monat, nachdem sie da sind, ändert. So, Sven Michel ist Stammspieler, aber den können wir lassen. Schlüsselspieler, der macht sich ja ganz gut. Von Ola ist Ergänzung, das stimmt. Pavlovic ist Rotationsspieler. Ach, Neuzugang, lassen wir das mal. Ja, Plundke ist nur Ergänzungsspieler. Schorch auch. Zeit machen wir mal auf Rotation. Es kann sein, dass Kratz und Zickert meistens spielen. Ich habe, glaube ich, definitiv zu viele Schlüssel- und Stammspieler im Team. Okay, weiter geht's. Dann können wir nach dem Spiel ein kurzes Fazit ziehen, wie die ersten beiden Spiele so laufen. Wir haben gegen Halle gut gespielt. Wir haben am Ende Glück gehabt, dass der Freistoß an die Latte ging. Wir haben uns aber durch einen dummen Konter erst wieder selbst in Gefahr gebracht. Und mit der roten Karte. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich meinem Team angewiesen habe, sich recht zu rächen. Ich hoffe nicht, denn ansonsten wäre das ein Zeichen für mentale Schwäche, wenn die sich dann nicht im Griff haben, sondern sich wie Kampfhunde aufhetzen lassen. Das würde mir nicht gefallen. Aber ist jetzt egal, so. Kauko geht wieder auf die 6. Zickert spielt neben Kratz. So, Moment. Direkt der Computer wieder überhitzen. Ich hoffe, jetzt geht's besser. So, Breitkreuz, wo bist du? Breitkreuz ist hier, der hat aber 91% nur. Das ist, ja, ich weiß nicht, ist mir eigentlich zu wenig. Pedro da spielen. Wieder. So schlecht gefallen hat er mir gar nicht. So, Pavlovic spielt heute neben Friedrich. Kaufmann und Bittroff lasse ich. Kauko, Kratz, Zickert, Michel. Ich würde mal sagen, das lassen wir mal so. Was sagt hier der Bericht? Nee, Schorch ist Ersatzspieler.
Häusler geht auf die Bank, neben Steffen Friedrich. Sukuta Pasu, Breitkreuz, ja, Zeitz geht auf die Bank, da geht Olla raus. Nehme ich Plundke mit auf die Bank. Defensiven, hier hätte ich noch einen Außenspieler. Da habe ich Außenspieler habe ich aber noch, das heißt Plundke geht mit auf die Bank. Und dann wollen wir mal gucken, wann ich nochmal gewinne. Letztes Jahr 2 Spiele, 2 Siege. In Würzburg und gegen Hansa. 2x Haushof geführt, am Ende knapp gewonnen. Gegen Halle war es diesmal schon anders. Letztes Jahr gegen den HFC war ja dieses 1-0 zur Pause zurückgelegen und in der zweiten Halbzeit 2 Tore binnen 90 Sekunden, die uns dann am Ende zum 2-1 geholfen haben. Diesmal wieder ein 2-1. Ich hoffe, das spricht nicht für ein 5-0-1 im Rückspiel. Jetzt hatte ich vorhin vergessen, meinen Computer wieder vom Staub zu befreien. Gibt es direkt wieder dumme Geräusche. Ich hoffe mal, dass ich das jetzt während des Spiels gemacht habe, reicht trotzdem aus. Werden wir sehen. Kevin Kratz ist wieder mein Schlüsselspieler. Bei Düsseldorf spielt Sandro Wagner. Dieser steigert Alexandra Madlungs Fehlen ihre Chancen auf einen Sieg. Ich konzentriere mich lieber auf mein eigenes Team. Zu Christian Streich sage ich jetzt auch nichts. Vor allem, warum soll ich mich vor meinem Auswärtsspiel, ja? Als hätte ich nichts anderes im Kopf, als mich jetzt um Posten bei Freiburg zu kümmern, der noch nicht mal frei ist, ja? Dafür habe ich jetzt gar keinen Kopf. Ich spiele jetzt in Düsseldorf, ja? Also manche Fragen hier, die kommen mir wirklich dämlich vor. Da würde ich mich jetzt als Trainer der Realität ziemlich aufregen, wenn ich sowas gefragt werden würde. Also das mit Madlung ist noch okay, aber das andere, nee. Also Madlung hat ja mit dem Gegner zu tun, gegen den ich spiele. Aber was interessiert mich jetzt gerade Freiburg? Nichts. So bereitet denen eine unangenehme Überraschung. Ja, in jedem 7. Ei. Da war eine saubere Leistung in der Defensive und Attacke. Weilert habe ich, glaube ich, noch eingestellt. Achso, Moment. Das passiert, wenn man auf die Bandenwerbung aus Versehen klickt. Da geht ein Tab auf beim Browser und dann kommt man direkt zu der Seite, die hier verlinkt ist. Also Games Aid, Prostata Check oder wie auch immer. Ist eigentlich ganz cool. Also die Bandenwerbung ist auch in der Realität mit echten Werbung verbunden. Letztes Mal sind wir gegen Halle, haben wir nach der Sekundenanzahl schon geführt. Sollte nicht so. Pedro wird abgeblockt. Wir haben die Luft halt, das sollten wir zu mehr Flanken nutzen. Mittlerweile haben wir aber nur einen 1,70-Stürmer in der Mitte, dessen große Schwäche Kopfbälle und hohe Bälle sind. So Flanken können wir eventuell mehr nutzen, wenn wir so guter Pasu in der Mitte haben. Nein! Wieder so ein dummes Tor in den Pfosten rein. Das sah gerade extrem unglücklich aus. Als ob der Manager sich während des Schusses noch überlegt, ob er den reinlassen geht. So Kral hätte ihn eventuell noch halten können und dann geht er über die Linie, ja. Mist. Das sah gerade wirklich ein bisschen doof aus. Oh, Kratz, du warst doch schon vorm Tor. Wieso schießt du nicht, sondern nichts drüber? Oh. Halle führt gegen Freiburg, Karlsruhe gegen St. Pauli. Kommt ja auch nicht mehr viel. Also, dass es wieder Karten regnet. 5 Fouls haben wir bisher gemacht, 6 Fouls. Ich glaube, da zählt Abseits mittlerweile auch dazu. Es gab mal, ich glaube, eine Football-Manager gab es mal.
Da wurde jede Abseitssituation als Foul gezählt. Also wenn man 10 Mal im Abseits stand und nicht einmal foult, hat man trotzdem 10 Fouls stehen, womit die eine für die letzte Holzertruppe halten könnte. Tor! Willi Konja! Richtig geil. Vorlage von, ich glaube, Sven Michel und Willi Konja macht ihn. Andi Kaufmann war es. Sehr, sehr schön. Und jetzt hat Willi Konja endlich seinen Fluch gebrochen. Wir haben auch viel mehr Chancen. Bellinghausen Schuss war die einzige Chance für Düsseldorf, die war drin. Und zwar ist der 8. Schuss und der 4. aufs Tor und der 1. drin. Rensing macht keinen guten Eindruck, aber Willi Konja trifft. Sehr schön. Hat sich doch gelohnt, dass ich ihm nach dem letzten Spiel sogar in der Pressekonferenz gesagt habe, dass mir das nicht gefallen hat. Kaufmann weiterhin überzeugend. Und wenn Scharker wiederkommt, muss Bittroff um seinen Platz kämpfen. Oder Scharker muss auf jeden Fall auch um seinen Platz kämpfen, so Michel. Okay, kann man so machen. Oh, und ich krieg eine Ecke geschenkt. Rensing macht auch nicht gerade den sichersten Eindruck, wie es aussieht. Aber der Ausgleich heute, das war so eine Situation, also vom Außenverteidiger auf den Stürmer durchgelegt, der auf gleicher Höhe stand. So eine Tore habe ich letztes Jahr weniger geschossen. Das lag vielleicht daran, dass die in der dritten Liga auch ein bisschen defensiver gestanden haben. Und wir jetzt als Auswärtsteam, als Aufsteiger vielleicht leichter haben, weil die offensiver stehen und wir denen sogar leichter hinter die Abwehr kommen, wenn wir schnelle Spieler haben wie Kaufmann. So, ich bin zwar eigentlich zufrieden, sage denen trotzdem, dass es mir nicht gefallen hat, weil unentschieden zur Halbzeit ist immer tricky. Ich weiß gar nicht, wie schnell Kaufmann ist, ob das wirklich über 14. Also im Antritt, der ist halt sehr, sehr schnell im Antritt und dann, ja, dann hält er halt sein Tempo oder bricht zumindest nicht ein. Sagen wir es mal so. Aber Leute, die halt dann im Endgeschwindigkeit schnell sind, holen ihn dann ein, je länger der Weg geht. Die Strecke geht. So. Michel ist halt nicht so gut, aber ist egal, wir machen es mal weiter. Ich wechsle nicht. Im Halle haben wir geführt zur Pause, heute 1-1. Scheiß Pass. Ich muss Bittroff weiterlaufen als nötig. Ja. Wenn er den hier durchspeckt, dann kann Bittroff direkt reinflanken. Die Konja lässt sich gut fallen, so wie ich es für eine falsche 9 sehen will. Das hat so guter Paso auch schon immer gemacht. Oh, das sind katastrophale Fehlpässe. Jetzt laufen wir in den Konter und sind in Unterzahl. Oh, super gehalten. Gott sei Dank. Ey, das war gerade richtig schlecht. Und dann ist der Bellinghausen, der Freistand war auch nicht so gut. Aber vor allem der Fehlpass von Kratz, der darf nicht so passieren. Das sind zu leichte Fehler, die wir uns als Abstiegskandidat nicht leisten können. Wenn wir dauerhaft punkten wollen. Bittroff, lass du den Ball nicht durch. Bellinghausen Schuss wird geblockt. Bellinghausen ist heute Dauerimpulsgeber. Uiuiui, geiler Pass, schön gehalten. Kaufmann? Was war das jetzt? Das sah irgendwie komisch aus. Mal gleich mal gucken. Hier kommt die Flanke, Bittroff steht vor Rensing und Rensing hält den Fuß, hält die Hand dazwischen, damit Bittroff den nicht reinschießen kann, weil er sich den erst von der Brust nach unten legen muss. Hätte Bittroff natürlich auch mit der Brust ins Tor chippen können, wäre vielleicht auch ganz geil geworden. Aber ist natürlich jetzt, kann man nicht voraussetzen. So, Zickert ist ziemlich platt und hat gelb. Dann ist das noch ein Wechselkandidat und zwar mit Zeitz. Spieling ist heute komplett in schwarz. Häusler kommt auch wieder rein. Kaufmann hat Feierabend. Wie schon beim letzten Mal. Und Zickert hat auch Ende. Breitkreuz ist dann wahrscheinlich gegen Frankfurt wieder nach Starthilfe. Von João Pedro sehe ich jetzt auch nicht so viel. Was natürlich nichts heißen muss.
Häusler direkt drin und gleich gelb. Doch nicht. Wir haben viel mehr Ballbesitz, das wundert mich ein bisschen. Wieder ein Zweier auf ihn, warum? Jedes Mal. Das unnötige Doppeln. Boah. Boah. Ein starkes Spiel, aber richtig schlecht verteidigt. Das war jetzt, das ist mein Fehler. Denn ich stehe natürlich für einen Abstiegskandidaten auswärts beim Stand von 1-1. Damit viel zu hoch. Aber das nehme ich halt in Kauf, wenn ich die Abwehr so lasse. Das war jetzt mein Fehler, denn das war einfach offensichtlich eine zu hochgestellte Abwehr. Aber das Risiko gehe ich ein. Jetzt müssen wir so hochstellen. Jetzt müssen wir alles nach vorne werfen. Ärgerlich. Leicht überspielt und dann kommen sie nicht rechtzeitig hinterher, weil Düsseldorf das dann noch schnell spielt. Ja, das Tor war dann kein Problem mehr. So, Leute nach vorne drücken. Letzter Wechsel. Medikonia geht jetzt auf rechts. Und für wenn Michel ja schon gelb hat, kommt Richard zu Kutapasu in den Sturm. Breitkreuz kann das nächste Mal, wenn er wieder fit ist, wieder spielen. Vielleicht bringt das ja was, dass wir hier wenigstens einen Punkt retten können. Wenn er den reingemacht hätte, wäre es Ende. Düsseldorf hat nochmal einen starken Schlussspurt gemacht. So, gerade jetzt schneller Konter. Stehen. Ja, ich würde sagen, die Chance war gut, Pedro braucht viel zu lange. Ne, jetzt ist die Chance tot. Doch nicht. Ah, Flanke war schlecht. So gut, Apasu macht ihn rein. Ist das geil, er trifft. 84. Minute. Unglaublich. Also gut, Apasu schießt ein Tor. Immer wenn Dings trifft, Velikonja, dann macht zu guter Pause auch ein Tor. Geil. Bitroff. Zeit. Hier dachte ich, die Chance ist tot, weil Kratzin ins Leere spielt, aber irgendwie so guter Pause läuft ihn sich und macht ihn. Bei dem Pass von Kratz dachte ich ja wirklich, die Chance ist tot. Schon mal auf entscheidend. Pedro jetzt ein bisschen vernünftig. Ja, oder so zumindest Zeit rausholen, was soll's? Reicht. Na raus komm Gral! Oh Gral, sag mal, kommst du nicht raus? Sie mich verarschen! Ja! Punkt geholt! Kurz vor Schluss, sehr geil. Sehr, sehr schön. Das war ein schön am Ende rausgefightet. Damit haben wir jetzt schon. Das ist schon der vierte Punkt. Sehr, sehr schön. So, wir haben uns. Der Schiedsrichter war mal wieder gegenüber uns voreingenommen. Was soll's? Muss ich irgendwen bestrafen? Nö. Dann würde ich mal sagen, dann gucken wir uns die Nachrichten beim nächsten Mal an. Dann lassen wir das jetzt einfach so und dann gucken wir mal, wie die beim nächsten Mal, wie die Presse und die Fans darüber denken, dass wir einen Punkt in Düsseldorf geholt haben. In meiner Meinung schon. Ja, überraschend nicht. Wir haben gut gespielt, wir hatten mehr Ballbesitz. Das 2-1 fiel halt zum denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Aber so guter Paso als Joker, den ich dann gebracht habe als letztes Mittel, hat noch den Ausgleich geschafft. Ich weiß nicht, ob wir der andere Stürmer... Fällt mir der Name gerade nicht ein, Volikonja oder so. Fällt mir gerade der Name wirklich nicht ein. Ob der den nicht auch gemacht hätte, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, so muss man sagen, Joker-Tor, glückliches Händchen gehabt. Das 2-1 muss ich auf meine Kappe nehmen. Und das 2-2 geht in dem Moment aber auch auf meine Kappe. Und damit habe ich meinen Fehler wieder ausgeglichen. Also, bin ich zufrieden. 4 Punkte aus 2 Spielen, ein super Start. Mal so weitermachen.
dann kann das gut werden. So, beim nächsten Mal fahren wir nach kommt Frankfurt zu uns und dann ist DFB-Pokal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin.